herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmfest Spezial. Heute möchte ich über Grenzen reden. Es gibt Grenzen, die sind sichtbar und Grenzen, die sind unsichtbar und man kann sie in jedem Fall überschreiten. Wir reden heute über Filme, in denen diese Grenzen überschritten werden und Filme, die Grenzen überschreiten, indem sie unsere Sehgewohnheiten herausfordern. Und diese Filme haben wir heute für Sie dabei. Das Schweizer Familiendrama Die Linie. Der Oscar-nominierte Dokumentarfilm All the Beauty and the Bloodshed. Piaf, experimentierfreudiges deutsches Kino. Der preisgekrönte Music und ein Bericht vom European Media Art Festival in Osnabrück. Eine der ersten Grenzen, die wir so im Heranwachsen kennenlernen, vielleicht eine Grenze zu einem Ort, der uns mystisch und unerreichbar vorkommt, ist die Grenze zum Lehrerzimmer. Und wenn man da mal vorbeigegangen ist, an diesem Flur, der an dem Lehrerzimmer grenzte, dann war das ein ganz magischer Moment, weil man so ganz kurz einen Blick in eine andere Welt hineinwerfen konnte. Ich habe irgendwann mal ein Praktikum in der Grundschule gemacht, saß dann im Lehrerzimmer und habe gemerkt, so spannend ist es eigentlich gar nicht. Also zumindest, wenn man da arbeitet. Wir haben hier aber einen Film, der sehr spannend und sehr feinfühlig beobachtet, was da eigentlich alles im Hintergrund passiert. Machtdynamiken, die Beziehung zwischen LehrerInnen und den Eltern. Und ob das jetzt wirklich ein spannendes Drama ist oder so langweilig, wie ich das damals erlebt habe, das erzählt Ihnen der studierte Pädagoge bei uns im Team, Chris Ostermann. Schule ist ein ganz eigener Mikrokosmos. Kinder mit sehr unterschiedlichen Hintergründen treffen auf mehr und weniger engagierte Lehrerinnen, die alle versuchen, das an sozialem Verhalten, Fairness und Demokratie zu vermitteln, was schon im Rest der Gesellschaft nur schwer gelingt. Aber wo, wenn nicht hier in der Schule, sollen Kinder es vorgelebt bekommen und erlernen? Guten Tag. Ich sehe alle Bücher. Ich sehe alle Mappen und Hefte. In das Lehrerzimmer kommt Carla mit viel Elan und gutem Willen in ein neues Kollegium, das seit einiger Zeit mit Diebstählen zu kämpfen hat und nun mittlerweile dazu die Daumenschrauben enger anzieht. Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast. Ja? Herr Liebenwerder? Wer sitzt hier? Oskar sitzt da. Wo ist dein Portemonnaie, Oskar? Ich hab keins. Und das hier? Freunde, wessen Platz ist das? Das ist der Platz von Ali. Ali, kommst du bitte mit? Eigentlich dienen die Diebstähle aber nur als Brennglas, um die fragile Schulgemeinschaft unter Hitze und die Konflikte zum Kochen zu bringen. Mein Sohn klaut nicht. Wenn er klaut, brich ihm die Beine. Willst du mich an meinen Namen nehmen? Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen. Schämen Sie sich. Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach mal aussagen. Was sind das für Meinungsverschiedenheiten? Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Den Drehbuchautoren gelingt es, statt wie so häufig Klischees zu bedienen, sehr fein die Dilemmata und Gefühlslagen der LehrerInnen, aber auch die der Eltern zu beobachten. Jen meinte, dass die letzte Mathearbeit insgesamt nicht so gut ausgefallen ist. Ah, das stimmt leider. Ja. Dann vielleicht nicht nur das Versagen der Kinder, oder? Ich würde das nicht so werten. Also Versagen ist ein zu starkes Wort. Naja, ehrlich gesagt, wenn ich mir die Aufgaben so angucke, dann verstehe ich auch nur Bahnhof. Für mich eine Blackbox, ganz ehrlich. Also, ich meine, das sind ja keine Aufgaben für Zwölfjährige, oder? Naja, es ist der Stoff für die siebte Klasse. Ich halte mich da eigentlich auch nur an die Lehrpläne. Die Handlung spielt ausschließlich in der Schule und dennoch oder vielleicht auch gerade deswegen gelingt dem Film ein sehr dichtes und vielschichtiges Porträt des Mikrokosmos Schule. Das Lehrerzimmer funktioniert dabei weniger über seinen Plot. Der ist eigentlich nur Bühne für eine überaus präzise Milieustudie, die es aber zu einem Must-See für Lehrkräfte macht. Aber auch Eltern, die ihren Teil reflektieren wollen, kann ich das Lehrerzimmer nur wärmstens empfehlen. Und bestenfalls motivieren sie ihre Kinder auch mitzuschauen, um sich dann berichten zu lassen, ob es bei ihnen in der Schule auch so oder so ähnlich zugeht. Und da kommt dann sicher mehr als bei der Frage, und wie war es heute in der Schule? Hey Leute, immer sportlich bleiben. Ali, komm hoch, das kann man
passieren? Ich hab keinen Bock mehr. Luise und Jön machen auch ganz Zeit. Die sitzen da nicht mal mehr. Ja, wo sind die überhaupt? So, jetzt beruhigst du dich. Wir spielen weiter, Ali. Okay? Ist nicht so schlimm. Weiter geht's. Ja. Jenny, schaust du einmal nach Jön und Luise, bitte? In dem Film Die Linie schlägt Margaret ihre eigene Mutter. Damit wurde eine Grenze überschritten. Sie muss den Kontakt zu ihrer Mutter abbrechen und darf sich dem Familienhaus auf 100 Meter nicht nähern. In dieser Familie wurden aber immer schon und ständig Grenzen überschritten, verbal wie auch körperlich. Und es ist jetzt das erste Mal, dass es tatsächlich eine physische Grenze gibt. Und zwar die titelgebende Linie. Und wie die Familie damit umgeht, das erklärt Ihnen meine Kollegin Clara Wignanek. Opfer und Täter scheinen in die Linie zu Beginn klar definiert. Margaret hat Körperverletzung begangen. Sie hat einen Menschen körperlich verletzt und muss dafür zur Verantwortung gezogen werden. Und das Opfer, ihre Mutter Christine, muss geschützt werden. Nur langsam versteht man, dass es wie bei vielen Dingen im Leben nicht so einfach ist. Margaret ist schon öfter ausgerastet, hat sich nur schwer unter Kontrolle. Das ist der Familie, ihren Bekannten, der Stadt, in der sie leben, bewusst. Aber für ihren Grund, für ihren Schmerz, scheint sich nicht wirklich jemand zu interessieren. Und trotzdem will sie ihrer Familie, ihrer Mutter nahe sein. So pilgert sie immer wieder zur 100-Meter-Grenze des Familienhauses, um ihre kleine Schwester bei ihren Gesangsübungen zu unterstützen, die nun mit ihrer Mutter und dem neuen Freund alleine ist. Was hast du zuletzt mit Mama geübt? Für das Sizilienfest hatten wir Vossile schon mal, aber die Nummer 15 wäre mir lieber. Was war das nochmal? Jour de Joie, Seite 38. Aber das kennst du doch auswendig, Jour de Joie. Okay. Das ist nicht Jour de Joie, das ist Lumière de Wien. Oh, entschuldige, ich fange nochmal an. 3, 4. Jour de Joie, Jour de Victoire. Il est dass ihre Mutter seit schon immer die Grenzen ihrer Mitmenschen mit ihrem narzisstischen und unsensiblen Verhalten überschreitet, wird parallel zu Margarets Schicksal zu einem Gegenstand, an dem sich nun der Film abarbeitet. Komm und setz dich zu deiner halbtauben Mama. Gib mir das Kissen. Arme Mama. Hä? Arme Mama. Ja, ganz genau, arme Mama. Sie hatte kein Glück mit ihren Töchtern. Margaret ist nicht ohne Grund ausgerastet. Das wird nun schnell klar. Ihr Verhalten ist das Ergebnis von jahrelangem verbalen Missbrauch, mit dem die drei Schwestern ihre ganz persönlichen Umgangsformen gefunden haben. Der gewaltvolle Vorfall zwingt sie nun dazu, ihre eigenen Grenzen neu zu stecken, aber auch wieder auf ihre ganz persönliche Art und Weise. Die Linie zeigt viel Potenzial, um das Thema toxische Familienkonstellation zu behandeln, verfällt aber zur Mitte hin in die Strukturen eines wirren und schon oft gesehenen Familiendramas. Der Film verschwendet so wertvolle Filmminuten und verpasst die Chance, tiefer zu gehen. Lediglich kurz vor Schluss tritt etwas ein, was man Entwicklung und sogar eine Lösung nennen könnte. Das ist in seiner Darstellung genial auf den Punkt, schafft es aber nicht, die Längen des Vorangegangenen auszugleichen. Die Künstlerin und Fotografin Nan Golden ist eine Grenzgängerin. Sie ist bisexuell, sie ist sehr in der Subkultur- und Untergrundszene verwurzelt gewesen und auch immer noch verwurzelt und ist bekannt geworden durch ihre intimen und lebensnahen Porträts. Und wie so viele KünstlerInnen ist sie auch mit Drogen und Medikamenten in Kontakt gekommen. Der Film All the Beauty and the Bloodshed dokumentiert jetzt ihren Kampf gegen einen großen amerikanischen Pharmakonzern. Was da alles für ein Rattenschwanz dranhängt, das erzählt Ihnen jetzt meine Kollegin Clara.
Der Grundstein für das wilde Leben der amerikanischen Fotografin und Künstlerin Nan Golden wurde schon in jungen Jahren gelegt. Der unaufhörliche Zwang zu wachsen, Neues zu entdecken und sich aufzulehnen. Früh starb ihre Schwester Barbara, ihr Suizid wurde vertuscht, ihr Leidensweg davor war lang. Eine der ersten Ungerechtigkeiten, die Golden erlebte. Doch die fast 70 Lebensjahre der Künstlerin haben ihre Spuren hinterlassen. Nach einer Medikamentenabhängigkeit 2014 nach einer Operation hat sie sich es zur Aufgabe gemacht, gegen den Pharmakonzern Putio Pharma und die Familie Sackler vorzugehen, die maßgeblich für die Opioidkrise in den USA verantwortlich sind. Hat sie Jahrzehnte zuvor begonnen, während der AIDS-Krise gegen die Diskriminierung und Stigmatisierung der Erkrankten zu kämpfen, so ist ihr neuer Gegner die Familie Sackler, dessen Name viele Wände und Gebäude von Museen weltweit schmückt. Mit großen und leidenschaftlichen Protestaktionen versucht Golden, die Kulturinstitution zu zwingen, kein Geld mehr von einer der mächtigsten Familien der USA anzunehmen. It's starting. Are we ready? Yeah. I was at the bottom looking up and I checked out for a minute because I was looking up at the prescription slips and just like in awe of the visual that it created. Bei diesem Vorhaben begleitet sie die Dokumentation All the Beauty in the Bloodshed. Aber sie lässt auch Golden immer wieder den Blick zurückwerfen auf Erinnerungen, die oft kein Happy End haben konnten und immer noch Schmerzen. Denn das sagt Golden selbst, dass das der Unterschied zwischen Erinnerung und Geschichten sei. Das Ende von Geschichten kann man selbst bestimmen. Und so kann dieser Film vielleicht auch eine Art Happy End haben, obwohl er von so viel Schmerz und Leid erzählt, von der Vergangenheit wie heute. Wie ein niemals müdes Pendel schwingt die Dokumentation zwischen diesen zwei Erzählsträngen hin und her. Dieses Wechselspiel bringt Unruhe in den Fluss. Aber es ist wichtig zu wissen, was war, um zu verstehen, warum Golden keine Ruhe geben will, geben kann. Nan Goldens Kampfgeist ist nie erloschen und das merkt man in jeder Minute in All the Beauty and the Bloodshed. Eine auffühlende Dokumentation über eine beeindruckende Frau. Bewegend, kämpferisch und niemals nachgebend. In der Gesellschaft hält man die falschen Dinge geheim. Und das zerstört die Menschen. Wir bei Filmfest Spezial bereisen ja immer die Filmfestivals in Niedersachsen. Und ich muss sagen, dass das EMAF, das European Media Art Festival, da eine absolute Sonderstellung genießt. Man kann da nämlich nicht wirklich von einem Filmfestival sprechen. Also natürlich laufen da auch Experimentarfilme. Aber es gibt auch immer eine Ausstellung, die daran gekoppelt ist. Und ehrlich gesagt ist das eigentlich schon eine Grenzerfahrung. Wenn man sich, das ist nicht das Gleiche, wie wenn man einen Film im Programmkino guckt. Man muss sich da schon auch auseinandersetzen mit dem, was man da sieht. Und manchmal ist das mal einfacher und manchmal ist es auch schwerer. Und wie man sich genau auf so einem Experimentarfilmfestival zurechtfindet, das erzähle ich Ihnen jetzt in meinem Bericht. Dieser Bericht ist eine Skizze für die Flucht vor filmischen Konventionen. Am besten beginnt man in der EMAF Video Library, um sich einen Überblick über die zahlreichen experimentellen Filmkunstwerke aus aller Welt zu verschaffen. Also da sind ja schon ein paar interessante Filme dabei, aber ich habe das Gefühl, so wirklich springt der Funken noch nicht rüber. Ich habe das Gefühl, wir müssen dafür in den Kinosaal, weil die Filme laufen hier ja auch auf der großen Leinwand. Das EMAF jährt sich 2023 schon zum 36. Mal. Und verhandelt unter dem Motto Trembling Time, zitternde Zeit, Fragen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Ist unsere Gegenwart eine Zeit zum Zittern? Zwischen Krieg, Pandemie und Klimakrise? Und wie gehen wir damit um, dass wir einen immer größeren Teil unserer Zeit mit dem Konsum einer unendlichen Medienflut verbringen? Die Zeit sei nur noch ein Haufen. Und keine gerade Linie mehr, sagt Festivalleitung Katrin Mund bei der Eröffnung des Festivals. Der Filmemacher und Theoretiker Andrei Tarkowski verstand die Filmkunst als Skulptur in der Zeit. Die Künstlerinnen, die auf dem EMAF vertreten sind, sammeln diese Trümmer auf und bauen daraus ihre eigenen Skulpturen.
Dabei werden die bereits erwähnten Fragen vielleicht nicht beantwortet, aber anders gestellt. Und das regt zum Nachdenken an. Natürlich bedeutet das auch immer viel eigene Mitarbeit. Und das kann anstrengend sein. Auch wenn die Kinoerfahrung es einfacher macht, sich auf die Kunst einzulassen, spannend wird es eigentlich erst, wenn man mit anderen Menschen darüber diskutieren kann, was man gerade erlebt hat. Gemeinsam die Trümmer ordnen. Und andere Menschen treffen zu können, die sich auch für Kunst interessieren, das ist vielleicht eine der wichtigsten Erfahrungen auf dem EMAF. Du bist zum ersten Mal hier. Wie bist du auf das Festival gekommen und was machst du hier? Ja, also ich war gestern mit einer Freundin unterwegs und die Arbeitskollegen haben mich tatsächlich darauf gebracht, dass es heute stattfindet. Also in Avantgarde-Kunst bin ich tatsächlich auch sehr interessiert. Ich interessiere mich auch für Avantgarde-Mode und eigene Kunst mache ich tatsächlich auch. Festivals sind immerhin auch immer ein Ort zum Netzwerken. Nichtsdestotrotz ist die Kunst immer noch dazu da, Dinge auszudrücken, die wir eben nicht in Worte fassen können. Da ist es schon in Ordnung, sich ab und an etwas verloren zu fühlen. Wo bleibt denn auch sonst der Spaß? Piaf haben wir auf dem Festival Braunschweig entdeckt. Und wie man vielleicht ein bisschen auch an meinem Outfit erkennen kann, bin ich ein sehr großer Fan dieses Films. Ich habe mich direkt verliebt. Und es ist ein Film, ja, der wäre vielleicht auch auf dem EMAF nicht deplatziert. Der ist sehr experimentierfreudig und ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben kann. Ich möchte es versuchen, ich weiß es nicht. Man kennt doch diese Pferdemädchen, die früher irgendwie in der Grundschule immer gewiehert haben. Und weiß nicht, ich kenne solche Leute, keine Ahnung, die auf dem Pausenhof sind die dann rumgelaufen, sind rumgaloppiert und haben gewiehert. Was ist eigentlich mit den Pferdemädchen passiert? Sind die vielleicht irgendwann nach Berlin gezogen, mal ins Berghain gegangen und dann auf Ketamin hängen geblieben? Vielleicht. Und wenn man über die einen Film drehen würde, dann wäre das vielleicht dieser. Der Beat im Club galoppiert, wie ein Mädchen mit Pferdeschwanz. Auf Analogfilm gebannt. Ein Film auf Ketamin. Filmrisse. Man kann eine Kritik zu diesem hypnotischen Selbstfindungsritt eigentlich nicht ohne eine Kette wilder Assoziationen beginnen. Aber versuchen wir mal, etwas Ordnung in das alles zu bringen. Das Hören ist ein zentraler Sinn des Menschen. Wir hören, was hinter uns liegt, bevor wir es sehen. Selbst wenn wir einen Stummfilm schauen, stellen wir uns vor, wie es klingen muss, wenn etwa die Hufe eines Pferdes den Boden treffen. Die Aufgabe eines Foley-Artist ist es, diese Vorstellung von Klang in die Tat umzusetzen, um das Filmmaterial zu beleben. Nachdem ihre impulsive Schwester Sarah einen Nervenzusammenbruch erlitten hat, muss die schüchterne Eva kurzfristig für sie als Foley-Artist einspringen. Gar nicht so leicht, denn der Job bringt nicht nur psychische Belastungen mit sich, er beginnt sich sogar auf Evas Körper auszuwirken. Die Verwandlung Evas kann als Metapher dafür gelesen werden, wie sie mit ihrer Arbeit verschmilzt, aber auch als Symbol für die Entfaltung der eigenen queeren Persönlichkeit. Der Film ist aber nicht daran interessiert, Fragen nachzugehen, wie etwa, warum wächst Eva eigentlich ein Pferdeschwanz, sondern fragt sich vielmehr, wie wäre das denn? Wer sich auf Piaf einlässt, der wird mit dieser magischen Erfahrung beschenkt. Man kann Piaf leicht darauf reduzieren, ein kinky Technofilm zu sein, in dem einer Frau ein Pferdeschwanz wächst, aber dann würde man ihm Unrecht tun. Natürlich geht es hier auch um die Entdeckung, die Entfesselung der eigenen Sexualität. Natürlich geht es um den Safe Space, den die Techno-Szene in Berlin vor allem auch der queeren Community bietet. Natürlich sind Assoziationen mit Frisurennamen wie Pony und Pferdeschwanz und der Missbrauch eines Pferdebetäubungsmittels als Partydroge einfach nur witzig und auch beabsichtigt. Die Regisseurin Anne Oren bringt weit mehr als einen amüsanten Partytrick zustande. Piaf ist eine Liebeserklärung an das Kino. Ein sinnliches Ereignis.
eine Kunstperformance, an der wir als Zuschauende beteiligt sind. Durch die Texturen der 16mm Filmkörnung wirkt Evas Erfahrungswelt greifbar, berührbar. Und dadurch wird man von ihr berührt. Gleichzeitig schärft er unser Gehör, indem er uns in den aufwendigen Prozess der Klanggestaltung mit einbezieht und das Filmemachen an sich dekonstruiert. Wer sich traut, Piaf im Kino zu schauen, wird wie verwandelt den Saal verlassen, überwältigt, mit welcher Sensibilität man plötzlich die Umwelt wahrnimmt. Auch ich kann es kaum erwarten, mich ein drittes Mal in ihm zu verlieren. Dass Piaf und Music hier direkt hintereinander bei uns in der Sendung auftauchen, finde ich tatsächlich sehr sinnig. Es sind beide Filme, die ja, an dem Sinnlichen interessiert sind, an dem genauen Hinsehen, an dem genauen Zuhören, an dem Haptischen. Und es sind beides Filme, die auch sehr langsam erzählen und in denen sehr wenig geredet wird. Ja, und einer dieser Filme, den fand ich halt sehr gut und den anderen nicht so gut, obwohl der von Angela Schanelek ist, die man auch kennt von Ich war zu Hause, aber auch ein absoluter Kritikerhit, auf der Berlinale gefeiert, genau wie dieser Film. Music wurde, glaube ich, ausgezeichnet mit dem Jurypreis der Berlinale. Ich weiß nicht, ob ich da auch für gestimmt hätte. Aber sehen Sie mehr an meiner Kritik. Eigentlich mag ich es sehr, wenn Filme mir mit einer gewissen Offenheit begegnen. Mir Texturen, Bilder und Klänge anbieten. Mir zutrauen, auch selbst zu denken. Und genau so funktioniert auch Music. Der Film soll den Ödipus-Mythos dekonstruieren. Und wer im Sand nach den Spuren des Schwellfußes sucht, der seinen eigenen Vater tötete und seine Mutter schwängerte, der wird diese auch finden. Zu Beginn war ich noch gefangen im Sog dieses atmosphärischen Bild- und Klanggedichtes. Es dauert eine halbe Stunde, bis das erste Wort fällt. Und ganze 40 Minuten, bis das erste Mal die titelgebende Musik erklingt. Ich stimme ja zu. Die Schönheit liegt im Rhythmus der Welt. In der eleganten Art und Weise, wie eine Hand auf dem Waschbecken abgelegt wird. Wie so ein bewegtes Gemälde. Aber eigentlich sollte doch ein Film, der eine Erfahrung sein will, in mir das schlechte Gewissen auslösen. Weil ich eben gerade vor dem Bildschirm oder im Kino sitze und mir dort die Welt anschaue, anstatt rauszugehen und sie hautnah zu erleben. Die Rückkehr in die echte Welt sollte bereichert werden durch die Perspektive des Films. Music hat leider nichts in mir ausgelöst. Und mein Blick auf die Welt ist derselbe geblieben. Human Flowers of Flesh, der Anfang des Jahres erschien, stellt mit der Länge seiner Einstellung ebenfalls die Geduld des Zuschauenden auf die Probe. Und der hat all das in mir ausgelöst. Vielleicht hätte ich Music auf der großen Leinwand sehen sollen. Vielleicht muss man ihn aber auch einfach nicht sehen. Jetzt hatten wir hier zwei Filme hintereinander, in denen sehr wenig gesprochen wurde. Jetzt haben wir die Geschichte vom Holzfäller. Da wird auf jeden Fall wieder etwas mehr gesprochen, besonders für einen finnischen Film. Diesen und weitere Filmstarts stellt Ihnen mein Kollege Chris Ostermann vor. Das finnische Kino ist ja vor allem für die Gebrüder Kaurismäki und deren Vorliebe für skurrile Gestalten bekannt. In die Geschichte vom Holzfäller treffen wir auf gesprächige, aber ebenso schicksalsergebene Finnen. Allen voran Pepe, den aber keine noch so große Katastrophe von seiner positiven Grundstimmung abbringen kann. Ich bin Holzfäller. Zurzeit arbeite ich was anderes. Während es bei den Kaurismäkis eher gemächlich zugeht, gibt es hier deutlich mehr Tempo und Action. Es wird gesprochen und philosophiert, worüber natürlich über das Leben und seine Sinnlosigkeit. Und es kommen Leute zu Tode, Häuser gehen in Flammen auf und brennende Autos fahren selbstständig durch die Gegend.
Milati malt für sein existenzialistisches Kino große, zumeist etwas surreale Bilder. Eine Warnung dennoch aber, wer den Trailer sieht, könnte den Film für eine launische schwarze Komödie halten. Aber trotz verhältnismäßig viel Dialog für einen finnischen Film hat die Geschichte vom Holzfäller vor allem Schwere und Länge. Die mag man oder man mag sie nicht. Flockig leichte Unterhaltung ist dieses Drama aber auf keinen Fall. Ulrich Seidel ist berühmt-berüchtigt für seine schonungslosen Porträts abseitiger Gestalten. In Rimini ist es der abgehalfterte Schlagersänger Richie. Für Freunde surrealer Komik gibt's den ersten Teil von Ulrich Seidels Duologie jetzt im Heimkino, passend als Vorbereitung auf den jetzt gerade anlaufenden zweiten Teil Sparta. Das französische Feelgood-Drama Ein Triumph erzählt sehr erbaulich, aber auch ein wenig vorhersehbar die wahre Geschichte eines Theaterpädagogen, der mit Gefangenen den Klassiker von Beckett Warten auf Godot inszeniert. Überrascht uns, das wird euch für immer bleiben. Das kann euch keiner mehr nehmen. Okay, jetzt könnt ihr. Mit ihrem Debüt Sonne landete die Österreicherin Kurtwin Ayub einen Überraschungserfolg auf vielen Festivals. Wer die überaus intelligente Reflexion über muslimische Identität in Mitteleuropa verpasst hat, dem sei die erfrischende Integrationskomödie jetzt nochmal nachhaltig empfohlen. Sie können mir nicht sagen, wie ich mein Kopftuch zu tragen habe, weil Sie tragen keines. Was gibt dich das an, wie ich überhaupt ausschau, hm? Wir müssen jetzt gemeinsam ein Abenteuer bestehen. Jan Philipp ist entführt worden. Die Entführungsgeschichte des Hamburger Sozialforschers Jan-Philipp Remsma erzählt Hans-Christian Schmidt in Wir sind dann wohl die Angehörigen. Nicht sein bestes Werk, aber ein solide erzähltes Stück Zeitgeschichte mit dem Blickwinkel des 13-jährigen Sohnes. Und jede neue Klimastudie gibt mir das Gefühl, dass es längst zu spät ist. Also gehe ich im Bioladen einkaufen. Manchmal. Wie so viele. Aktivistische Kinodokumentarfilme arbeiten sich zumeist an einem Thema ab und übergehen dabei ein wenig die kleinen Widersprüche, die es so im Privaten gibt. Mit seiner selbstkritischen, selbstreflektiven Art gelingt Rise Up ein erfrischender und ein überraschender Blick. Und vor allem macht er Mut, indem er den Blick auch mal auf Erfolge politischen Aktivismus richtet. Der koreanische Die Frau im Nebel ist kreatives Kriminalkino gepaart mit einer tragischen Liebesgeschichte. Verführerisch und kunstvoll inszeniert. Ab 11. Mai als Stream. So, jetzt wurde nämlich noch eine Grenze überschritten. Chris fängt schon an, das Set abzubauen, obwohl wir noch gar nicht fertig sind. Aber schon ganz richtig, so unsere Sendezeit ist jetzt vorbei. Wir müssen nach Hause gehen und Sie müssen auf jeden Fall ins Kino gehen. Und deswegen sage ich jetzt, sehen wir uns im nächsten Monat wieder bei der nächsten Ausgabe von Filmfest Spezial. Auf Wiedersehen.